Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Was ihr jetzt sehen werdet, ist kein normales Let's Play, sondern ja, eine kleine Quest, ein Rätsel und eine ziemlich coole Aktion. Ich habe vor circa anderthalb Wochen eine Mail bekommen vom Drunken Heinz. Und ich lese euch diese Mail jetzt einfach mal vor. Mein Erbe. Lieber Jack, lieber Minjas, lieber Nordisch D, liebe Serendipity, lieber Spielekaiser und lieber Valkyrie. Sicherlich wundert ihr euch, weil wir einander nicht bekannt sind. Ich bin jedoch ein großer Bewunderer eurer Let's Plays, vor allem derer von 7 Days to Die. Es ist so, dass die mir verbliebene Zeit auf meinem schönen Server in 7 Days to Die sich ihrem Ende zuneigt und mich das Real Life wohl bald ganz zu sich holen wird. Ich kann bereits spüren, wie sich die klammen Finger des argen Schnitters nach mir recken. Mir bleiben wohl nur noch wenige Wochen. Darum möchte ich dem oder derjenigen unter euch mein Vermögen hinterlassen, der oder die es schafft, mein Rätsel zu lösen und meine Base zu finden und die Kiste zu öffnen. Darin befindet sich einiges von Wert, vor allem aber alle Sachen, um ein Minibike der violetten Stufe bauen zu können, inklusive der Anleitung dazu. Ich bin nicht der allerbeste Basebauer, aber ich denke schon, dass ich sie gut gegen Eindringlinge gesichert habe. Daher besorgt euch gutes Werkzeug. Ob ihr euch gemeinsam auf die Suche macht oder aber jeder für sich allein kämpft, sei euch überlassen. Bitte versteht, dass ich euch nicht so einfach die Koordinaten der Base verraten kann, da ich nicht weiß, wer diese Nachricht alles liest. Auf der folgenden Seite findet ihr alle nötigen Angaben, um auf den Server zu kommen und den Wortlaut des Rätsels. Bitte bewahrt Stillschweigen über die Serverdaten, da ich sicher bin, dass unendliches Cheater-Pack euch auf den Fersen sein wird. Vielleicht nehmt ihr ja ein oder zwei Let's Plays eurer Quest auf, sodass ich aus dem Jenseits per YouTube zuschauen kann. Dies sei mein letzter Wille. Euer euch tief ergebener Drunken Heinz. Dann folgen die Serverdaten, die ich jetzt natürlich jetzt nicht preisgeben werde, und ein Rätsel. Und dieses Rätsel war am Anfang etwas konfus, muss ich dazu sagen. Und wie dieses Rätsel geht, erzähle ich euch jetzt. Der Text ist in einer Verschlüsselung geschrieben. Das heißt, ich habe am Anfang nur wildes Buchstabenwirrwarr gesehen. Q, B, E, G, I, B, schieß mich tot. Überschrift heißt, es rotiert die 13. Und zwar ist es eine ziemlich einfache Chiffrierungsart, in der beim Alphabet einfach der 13. Buchstabe, also jeder Buchstabe durch den 13. Buchstaben, der danach folgen würde, ersetzt wird. Man kann sich jetzt die Arbeit machen, jeden Buchstaben einzeln machen, das habe ich am Anfang gemacht, oder es gibt eine einfache Möglichkeit, sich da einen Encoder, Decoder im Internet, da gibt es Webseiten, wo man den Text eingeben kann. Und den Text habe ich jetzt reingemacht und das Rätsel lautet wie folgt. Dort, wo die Sonne niemals scheint, steht die 83 nach der Wurzelbehandlung und ein Dutzend Zombies treffen sich in der zweiten Nacht der Horde im Osten. Wer den letzten von beiden auf den Punkt trifft, freut sich, zwei rote Haie bewachen die Kiste. Willst du sie öffnen? So, answer the question. Fertig, Spieler 1. What's the name of your love? Das ist das Rätsel. Und der Val hatte schon einen kleinen Vorsprung. Wir haben die Koordinaten, hat er schon rausbekommen. Und ich werde da sicher noch näher drauf eingehen, weil das könnt ihr bei ihm dann auch gerne schauen. Schaut gerne bei ihm rein, seine Folgen sind schon online. Ich bin da ein bisschen später dran und ziehe hinterher. Ich kann euch aber sagen, freut euch auf eine tolle, abenteuerliche Reise. Mit viel Freude und viel Leid. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Quest von Drunken Heinz. So, hallo und herzlich willkommen auf dem Server von Drunken Heinz und Tag 4, 19.24 Uhr, das geht ja, 25. Ich glaube, ich bin nicht alleine hier, oder? Weiß ich nicht. Der Nordisch ist auch mit dabei. Moin, moin, Nordisch. Moin, Jundach. Jundach, da ist er doch. Hier, Friend Invite. Achso, ja, das ist, hätte was. So, Well und Nordisch haben schon ordentlich vorgearbeitet hier. Wo bin ich denn? 800 Ost, 361 Nord. Ist ja gar nicht mal so schlecht, oder? Ich muss erst mal gucken, in welche Richtung du bist. Du bist da oben. Ah ja, okay.
Ja, du kannst natürlich zu mir kommen. Gerne. Aber dann hast du. Ja, okay, das müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen, weil ich habe mich hier richtig verbarrikadiert. Achso, ich muss. Wir können ja auch mal aufnehmen. Könnt ihr auch Upsa. mal drücken. So, ich drücke. Obwohl, es ist ja auch doof. Es ist ja gerade. Wird ja gerade dunkel, dann lassen wir das. Das wird dann Ja. interessant, ja. Zwei Nee, wir müssen Stunden. gleich mal gucken, weil ich bin hier auf dem Dach und habe mich hier verbarrikadiert und da kommst du so eigentlich nicht rauf. Ja, ich klopfe eben kurz ein paar Bäume, damit ich zumindest schon mal irgendwie eventuell ein bisschen Holz habe. Das kannst du. Ja, das Erbe von Drunken Heinz. Ziemlich coole Quest, wie ich finde. Ja, definitiv. Ziemlich geile Sache. Vielleicht wäre das ja auch in Zukunft mal so eine Art oder so eine Methode, die man nehmen könnte für Special-Folgen zum Beispiel. Ich bin immer noch bei Imperion. Ich drücke immer T zum Aufnehmen. Das funktioniert aber nicht. Also du wirst lachen, aber ich habe mir dann aufgrund dieser Geschichte hier habe ich auch schon eine Idee. Also Ah, super. ich habe schon ein kleines Konzept ausgearbeitet. Also seid gewarnt, da kommt vielleicht noch irgendwas in Zukunft. Baum des Todes. Ich muss mal gucken, was ich jetzt hier mit der Kante mache, hier, die hier gerade so festhängt. Die ist, hat sich nämlich in die Woodframes hat sie sich reingebackt. Ach du Scheiße. Jetzt hier Kommt sie da jetzt meine raus oder kommt Stoppuhr sie da jetzt anstellen. nicht raus? Aha. So, ich bin mitten im Schnee gelandet Oha. hier. Ah nein, die haut mich. So in das. Reicht mich sogar noch. Jupp. Böse, böse Tante. Ah, jetzt habe ich sie. Jetzt ist sie kaputt. Oh, was hat die denn für eine Leather Pant Schematik? Dann lerne ich die doch gleich mal. Sweet. Oh. Ja, dann können wir am nächsten Tag können wir eigentlich in die Bibliothek hier rumstehen. Oh, da sind ja noch mehr Möchtest Zombies du noch einen hier. Snappis haben? Ja. Ach, ein Die Schnaps. Bibliotheker, ja, sehr gerne. Das ist natürlich die Frage, wenn es eingestellt ist, wenn der Loot auf 150% oder also auf 200 steht, dann sind immer zwei Sachen dabei. Vielleicht hat der nette Heinz da ja dran gedacht. Ich glaube aber nicht, ne? Nee, ich glaube, Blut steht auf normal auf 100. Okay, gut, dann finden wir mal eins. Hier sind wieder so viele Aber ist ja egal, wenn Zombies. einer zum Beispiel Leder machen kann, dann passt das ja. Dann können wir uns ja ein bisschen ausrüsten. Ja, Leder kann ich ja noch nicht. Ich kann ja nur diese Beinrüstung halt, ne? Ja, ich meine, wenn. Oh, Bär. Bär, 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 Bär. Ich meine, wenn wir Sachen finden sollten in der Bibliothek da. Das stimmt. Aber Vorsicht, ne, ich hab's. Darf ich noch nicht zu viel spoilern, weil ich noch nicht genau weiß, wann diese Folge rauskommt. Aber ich habe gehört, diese Dinger sind einsturzgefährdet. Ja. Ziemlich extrem sogar, ja. Ja, das ist definitiv richtig. Ja, das Das hatte ich ist auch schon mal nicht in einem oder anderen lustig. Livestream gesehen. Da darfst du halt nur die Sachen nicht wegnehmen. Na, also sprich die ganzen Couch-Garnituren und Ich sowas. habe einen Tisch mitgenommen, genau. Ich dachte, der macht sich gut in meiner Base und ja, das war's dann. Doch, solange du rechtzeitig rauskommst, ist es ja wurscht. Oh, böser Schneezombie hinter mir. Oh Mann, noch eine Stunde, bis es dunkel wird. Ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin auch. Bist Müsste ich du mal denn? eben Ach, du bist ja gar nicht so weit gucken. weg. Guck mal, das geht ja. Schaffe ich, das schaffe ich. Also, ich bin 6-mal gestorben. Ich weiß Ja, jetzt nicht, wie ich oft habe das Welts bei dir. erste, zweite Folge gesehen, wo der Überraschungsgast kam. Also du. Und dann kommt das Spiel rein und 20 Sekunden später tot. Ja. Scheiße! Ja, es ist aber auch echt perverser Spiel. Also, wenn du wirklich. Ah, Ja. hier sind so viele Zombies, ey. Ah. Vögelnest. Ja, das ist, finde ich jetzt gerade auch mal nicht Oh so Mann. witzig. Oh, was Das ist denn das für eine Einzige, was mir Kante hier, ey? momentan hilft, das ist hier dieser Gorblock, der hier noch auf der Leiter hängt. Okay, bist du in einer kleinen Stadt oder wo bist du? Das sind nur zwei Häuser hier. Ach super. Ah ja, okay. Kannst du mir jetzt schon denken? Ganz viel Kotten, super. Falls die lieben Zuschauer sich fragen, wo denn der Well ist, wird auch noch kommen. Ja, in dieser Folge, aber. Er wird kommen. Erscheinen zumindest, ja, auf jeden Fall. Wird das auch, ja.
So, mal gucken. Habe ich jetzt da runtergezwiebelt? Was wollt ihr denn Boah, alle fuck, hier? Sag ey, die mal Zeit bitte. rennt ja wirklich. Ich bin da überhaupt nicht dran gewöhnt hier. Müssen wir mal Gas geben. Ansonsten war's das. Naja, sicherlich, das ist. Boah, die Crafting-Zeit ist auch noch auf normal eingestellt, ne? Glaube ich. Ich bin Level 2. Ausdauer geht so. Oh Mann, das wird Schiete werden. Ach, guck mal, hier ist auch ein Haus. Das könnte sogar das Haus mit der Forge sein. Bin mir da gerade nicht so sicher. Leer. Okay. Darf man auch Mann, ich nicht das schieße Bein auch immer brechen alle oder um. sonstiges. Oh Mann, das wird knapp. Das wird knapp, das Was? wird knapp. Lauf 1, was hast du uns hier für eine Aufgabe gegeben? Das ist hier, wo ich gerade bin, auch nicht einfach. Also, das ist ein Goreblock auch mal. Nur das Problem ist, du kommst hier nicht hoch. Auch nicht mit Woodframes. Ja, mit Woodframe schon, dann musst du richtig Gas geben. Ich bin aber, oh, da Ich hat habe gerade auch ein Bär einen keine Hasen zerlegt. Baubegruppe Ausdauer ist am angefunden. Arsch und jetzt wird's interessant. Ich hock mich jetzt mal hier hin. Gut. Machen wir mal 70 Woodframes. Das dauert 4 Minuten in Echtzeit und wir haben noch 6 Minuten im Spiel. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zombie, 2 Minuten. Oh Gott, das gibt nichts. Oh, jetzt springen ja vorbei die kleinen Schweine. Lalalala. Oh Scheiße. Oh nein. Ich höre dich. Oh, Hilfe hier. Ja, ich höre dich und es ist Nacht. Also, oder ich Ja, sehe dich ja. da schon brennen. Also, ja. Fackeln. Da, wo ich gerade bin, Oh, da sind Scheiße, Zombies an ich der sehe es Leiter. Also ja. kann ich da nicht. Bin ja schon dabei. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich die Zombies wegkriege, bevor du Kacke, hier kacke, 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 erscheinst. kacke, kacke, kacke. So, ich teste einfach mal, ob das so funktioniert. Komm. Ich habe Puls von 180 gerade, echt. Den einen oder anderen Zombie kriege ich hier ja auch weg, aber. Oh, da hast du dich aber gut eingebuddelt hier. Moin! Kommst du denn her? Ja, Trick 17. Level 3. Ich mache mal eben kurzen Schlafsack. Da mach das Ach, mal. ich muss erstmal Stoff machen. Ich gehe hier auch mehr die Strategie, dass ich mir immer wieder einen neuen Schlafsack lege, dass ich den alten quasi dann stehen lasse. Oder liegen lasse, Ja. besser gesagt, damit ich dann immer noch eine Rückverlebene habe. Meinst du nicht, sollen wir die Leiter nicht wegkloppen? Dann haben wir da Ruhe. Ja, ich hatte ja irgendwann mal die Vision, dass ich da auch wieder runterkomme. Ja, ich habe hier jetzt an der Seite, habe ich Woodframes stehen. Da können wir uns dann zur Not einen Woodframe-Aufzug machen. Also. Diese Spikes hier sollen auch wieder richtig gut sein. Oder was heißt sollen richtig gut sein? Die sind richtig gut. Also die kann man wieder gut benutzen. Okay. Machen auch wieder ordentlich Schaden, halten zwar jetzt auch nicht so lang, aber. Ach, hier kann man noch runterspringen, sonst machen wir das nachher. Passt schon. Das ist Ein von der Working Höhe nicht Stiff so. Tools auch noch, ist ja fantastisch. Hast du denn schon gelootet? Ich habe hier noch gar nichts gelootet. Die sind noch komplett jungfräulich hier, die Häuser. Oh, wie schön. Oh, ich bin ja vom fast brecken. Das ist gar nicht schön. Da will ich noch was Du bist halt nackt. anschmeißen. Aber das ist schon ein Bogen immerhin. Guck mal. Ich bin froh, dass Naja, ich es gut. lebend hierhin geschafft habe. Ich habe hier auch sogar einen Reinforced Club, aber so toll ist er natürlich nicht. Ja, Wupp. aber besser als nichts. Ich habe eine Fackel und eine Steinaxt. Ja. Ja, morgen, wenn ich dann mal aufzeichne, dann ist noch ein Bär, da müssen wir aufpassen. Kartoffelsamen habe ich auch. Dann sollten wir vielleicht am kommenden Tag dann erstmal die Zombies erstmal kalt machen, die in der Umgebung sind. Damit wir ein Ja. bisschen Ruhe haben. Ja, dann ist auch schon fast Tag 6, ne? Dann müssen wir mal gucken, was wir da machen mit den lieben pelzigen Tieren. Ja, da greift ja noch nicht an. Das ist ja noch nicht das. Wollen wir gleich um 4 Uhr raus und gleich Gas geben. Oh ja. Looten und vielleicht stehen ja Autos rum. Ja, mein Plan war ja erstmal in die Stadt zu rennen. Jetzt in die Hauptstadt. Wo ist sie denn? Ja, Die ist ja muss direkt ja nebenan eigentlich. quasi.
Ja, genau, da waren wir ja auch schon. Also da haben wir Habt ihr die schon. Autos schon gelootet? Nee, da sind so weit sind wir gar nicht gekommen. Wir hatten so viel zu tun, da die ersten Horden abzuschlachten. Ja. Na gut, Also wenn das wir, war wenn wir alles nicht Bier hier einfach. unten drin finden oder drüben im Born and Noble, dann werde ich mal den Runner machen. Durch die Stadt rennen, Autos looten und vielleicht. Ich meine, wir werden hier wahrscheinlich auch besseres Werkzeug schon finden. Also eine Axt, eine Pickaxe, gehe ich mal stark von aus. Wahrscheinlich Ja. ein lila Motor. Das kann natürlich sein. Vielleicht kriegen wir schon ein lila Motorrad zusammen, bevor wir überhaupt ankommen. Aber das bezweifle ich mal ganz stark. Ich glaube es auch nicht, nee. So, Level 4. Frames verballern oder. Ich glaube, so ein mobiles Haus zu haben ist ganz gut, ne? Wie der Well das in der ersten Folge gemacht hat. Ja, sicherlich. So, das soll erstmal reichen. 37 Woodframes. Animal Fat Okay. schmeiße ich, glaube ich, erstmal weg, da brauche ich ihn. Fackel. Nee, Animal Fat braucht man erstmal nicht nehmen. Wo ist der Eingang von der Hütte? Hier. Dann würde ich Jo. sagen, versuche ich mich mal hier durchzukloppen. Mal ein Block. Der Block. Na, Stein. Mal von oben da rein. Ja, Valkyrie hatte mir zum Glück ja schon eine orangene Steinaxt schon gecraftet, also von dem her. Yeah, super. Dann hätte ich ein Stück Gras in der Tasche, könnte ich jetzt auch besseres machen. Jetzt Level 4, das heißt Maximum 90. Ja, weiß gar nicht, ich bin glaube ich noch nicht so hoch vom Level. Ah, Level 6, gut. Hatten die Axt hier? Level 58 hat meine. Oh, das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich repariere die mal. Geht nur ein Steinbein drauf. Super, da kommen wir auf jeden Fall hier rein jetzt. Ja, jetzt wollte ich da auf jeden Fall noch nicht rein. Ach. Weil, so wie die am Kloppen waren, außerdem, da würde ich jetzt wirklich nicht runterspringen, weil die haben mich auch auf der Rückseite, da haben sie auf jeden Fall einen Zugang reingekloppt. Guck mal, da unten sind sie nämlich schon. Also wenn du da jetzt Sind sie da? reinspringst, dann bist du tot. Ach ja, da, guck mal. Wie hübsch. Da bist du definitiv tot. Außerdem wirst du dir hier die Haxen brechen, wenn du so tief fällst. Ja, das könnte gehen. Frame in die Hand nehmen und dann kurz vorm Aufprall. Ich mache Ja. das Loch mal zu, damit wir nicht aus Versehen hier reinfallen. Es ist sowieso egal, weil wie gesagt, die Zombies haben hier schon ordentlich an die Wände verprügelt, also kommen wir auch von außen locker rein. Also ich würde bis Ja, 4 Uhr gut. warten und dann kurz reinspringen. Dann vor allem dann laufen sie auch nicht mehr. Jetzt hast du ja das Problem, dass sie auch noch laufen. Das ist Ja, auch aber ich nicht wollte gerade gut. sagen, da kommt einer hoch, aber das bist du. Ja. Das wäre ja noch hart, Und wenn jetzt noch draufhauen. einer hochkommt. Solange wir hier keine Spider-Zombies kriegen, ist alles gut. Ein Tag, Tante. Nee, wir haben noch keine Forges laufen und denke nicht, dass jetzt hier was kommt. Nö, denke ich auch nicht. Ein Wasserturm, aber auch nicht. Dicker Born Noble, das ist natürlich Luxus direkt am Anfang. Ja. Das wäre natürlich auch cool. Heinz, wenn du das siehst, vielleicht kannst du uns ja mal den Seed geben oder den Namen von dem Spiel hier. Und dann können wir ja vielleicht mal eine Alpha 13 auf deiner Map hier weiterzocken und dein Erbe so noch weiterführen. Egal, ob jetzt im Together oder im Single oder wie auch immer. Ja, wenn sich da nicht noch einiges ändert, ne? Weil Ja. ich glaube, da werden sie noch ein paar Sachen ändern bei der Random Gen. Hatten sie ja vor, ne? Sollen da wieder Flüsse kommen? Ja, das ist auch gut so. Finde ich auch. Ich Habe ich vermisse schon die Flüsse total so ein bisschen. vermisst. Ja. Uhr 39. Gut, ich würde mal sagen, ich mache mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns um 4 Uhr wieder, wenn das Licht angeht und die Sonne aufgeht. Und ja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Genau. Es tagt. Ja, nicht, dass ihr euch bei mir wundert. Ich werde das so ein bisschen hier zusammenschneiden. Also wir werden sicherlich noch etwas länger gespielt haben. Ach so, wir können ja runter. Ja. Aua. Jetzt will ich doch gar Bier, nicht. ich brauche Bier. Bier, ich habe nämlich was vor und ich brauche Bier. 70 Reaver-Frames, das passt jetzt mal gar nicht. Nein, was denn Was? wie denn? Warum denn? Och Nein! Mann. Ich hab doch nicht. Hab ich geblutet? Hab ich gar nicht mitge.
Ja, toll, ey. Boah, man, ja, zum Glück war ich ja hier gleich. Also von daher ist es nicht so schlimm, aber. Ach nee, das könnte der Bär gewesen sein, diese. Nee, ist der Bär hier? Oh, oh. Ich bin ja absolut wehrlos noch. Jetzt mal, dass ich irgendwie irgendwas hier aus so einer Kiste rauskriege. Ich habe bis jetzt 70 Rebar-Frames gefunden. Und eine Hunting-Rifle-Schematik. Warum komme ich hier nicht rein? Warum komme ich hier nicht rein? Türen sind offen. Oh. Nochmal 20 Rebar-Frames. Yeah. Ist denn auch Hast scheiße. Du schon wieder alles abgelootet oder wie? Nee, ach. Die zwei Kisten, die offen waren und eine habe ich jetzt gerade mal aufgekloppt. Und ich gucke mal nach Rezepten, aber da ist nix. Ich würde mal sagen, vielleicht finden wir hier gutes Werkzeug. Ja, ein bisschen Glück. Ach ja, also wie gesagt, bei mir auf dem Kanal werde ich das nur so zusammenschneiden. Der Weg quasi, unser Ziel ist, ist ein Dorf, das hatte schon mal Valcry auserspäht sozusagen. Und dort werden wir uns mit Valcry treffen und dort werden wir uns dann auf dem Weg zu den planmäßigen Koordinaten machen, wo wir dann das Haus vermuten. Und es wird eine lange, lange, lange Reise werden. Ich gehört habe. Davon, das ist sehr gut, die können wir nicht brauchen. Eine Schaufel? Super. Schaufeln können wir brauchen. Auch wenn das graue sind. Oh, schon wieder Rebar-Frames, ey. Welche? Okay, dann mache ich die rechte. Genau. Jetzt habe ich knapp 100 Rebar-Frames in der Tasche. Ist ja nicht verkehrt, dann kann man sich ja mal so eine mobile... Da siehst du mal, ich habe nur Wood-Frames gekriegt. Base-Zimmern. Wer will ein fleißiger Holzfäller sein? Ja, nix, ey. Hier kommt eine Pickaxe. Safe. Nichts. Wollen wir nochmal uns auf den Safe einprügeln hier? Wollen wir mal versuchen? Na komm. Das sieht aus, ey. Warte, dann müssen wir mal einen Screenshot machen. Drei Viertelstunde erstmal drauf einschlagen hier. Du hast deine Hose nicht mehr an. Das macht nix. Wollt mal nicht mal so anziehen, wie ich auch hier vom Rechner sitze. Und deine Frisur finde ich aber sehr gut, muss ich sagen. Und der Bart ist auch nicht schlecht. Ja. Auch an der Realität gehalten. Ich muss auch... Ach ne, gut, ich bin jetzt hier wieder voll vom Essen. Oh, ich hau doch hier irgendwen. Dich hau ich doch, oder nicht? Nee. Und zumindest hat es nicht Aua gemacht. Habe ich dich gehauen vielleicht? Ja, nee, dann ist halt kein Friendly Fire an. Ich möchte aber gerade nicht testen. Nö, muss auch nicht. Also, sonst hätte ich das ja gesehen. Hab ich auch gehauen? Ich hau dich mal. Passiert nichts, ne? Nö. Alles gut. Oh, meine Axt ist fast im Arsch. Ja, dann machen wir mal zum Born Noble rüber. Oh ja. Lass wir da mal uns mal ein bisschen schlau machen. Ich brauche ein Bier, weil dann würde ich gleich mal echt einen Flitzer machen. Du willst mich also alleine lassen. Wir können ja zusammen flitzen. Na. Nackt sind wir ja schon. Ich will nicht in die zentrale Stadt, da habe ich gar keinen Bock. Ich will da nicht hin. Zeigt der Safe schon irgendwelche Ermüdungserscheinungen, oder? Ja, das schon. Also bei mir zeigt der Risse, ja. Okay. Ja, doch. Oh, nett. Was hast du denn? Ich habe eine Shotgun-Schematik und eine Iron-Glove-Schematik. Oh, super. Gut, ich habe eine Hunting-Rifle-Schematik gefunden. Nicht scrappen, sondern lernen. So, ja, können wir nochmal reingucken. Noch vorsichtig sein. Kleber brauche ich nicht. Repair. Jetzt. Stoff. Oh. Anziehen. Am Klo war es noch nicht, ne? Dann gucke ich mal eben, was hier im Klo eventuell noch ist. Dann nix. Kann ich schon mal gucken, was da drüben so. Genau, ich loot mal alles hier. Da ist noch ein Wasser, das ist gut. Kurz vorsichtig. Oh, der Bär ist natürlich direkt vom Haupteingang, dieses dummes Viech, ey. So, wir lenken gleich ab, warte. Ja, hast du denn hier drin alle Kisten jetzt offen? Ich glaube ja. Der ist direkt an der Tür, dieses dumme Vieh. Gibt's doch nicht. Ah, hier ist was zu essen. Sehr schön. Glas kann man hier auch mal mitnehmen, das ist ja sowieso gleich gesteckt. Alter, du blödes Vieh, verpiss dich. Ja, Bier. Oh. Heinz, hast du das Bier ausgemacht oder hast du das ganze Bier weggetrunken? Ich hab gesoffen, ja. Drunken Heinz, deswegen. So, mal gucken. Okay, pass auf, ich lenke ihn ab. Ja, aber oh, oh! Ja, aber ich muss nicht auf mich zurennen, weil sonst. Nee, ich renne jetzt mal hier. Im Wasserturm. Komm, Yogi. Ja, brav. Ich hoffe nicht, dass er zu seinem. Die Türen sind zu, dann haben wir vielleicht ganz gute Chancen.
dass hier auch keine Zombies dran sind. Pass mal auf, dann packe ich mal hier vorne direkt mal zwei Frames, denn da musst du die halt wegnehmen, wenn du reinspringst. Ja. Achso, da kann ich nicht. Dann nehme ich mal direkt hier vorne hin. So. Mal kurz gucken, nicht, dass hier irgendwo noch Zombies sich versteckt haben. So, ich sehe ihn nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wo er ist. Ja, so weit rennen die auch. Ich höre ihn aber. Nicht, dass er jetzt zurückkommt. Ja, ich höre hier irgendwelche Kollegen und Kolleginnen. Im Büro zu. Nix. Oh, das ist ja langweilig. Nix. Nix. Normales Buch, normales Buch. Da habe ich auch hier unten nur. Nix. Nix. Das kommt so ein Leather Tanning Buch, wäre mal super. Da können wir uns ein bisschen Rüstung machen. Leather Gloves habe ich. Onyx. Leather Boots. Achso, du bist da. Okay, dann gehe ich schon mal nach oben. Leather oben. Jacket. Oh, jetzt auch. Oh, Sword of Shotgun habe ich auch. Ja, genau, die Sword of. Mhm. Alter, nur normale Bücher. Wollt ihr mich verarschen? Ist ein Grundlagenbuch, wäre halt mal gut. Irgendwie. Hier ist noch eine Leather Pen Schematik drin. Oh, sehr cool. Ich nehme die mal mit und dann schmeiße ich die mal auf den Boden. Also, okay. Ich habe einen Splint. Dann brauchst du nicht groß suchen. Hose, Iron Pipe, sehr gut. Oh, Crossbow Schematik, nett. Yeah! Forgebook brauchen wir nicht mehr. Nee, zum Glück. Aber wir brauchen dann auf jeden Fall noch einmal Leder. Ja, das kriegen Iron wir. Chest. Schön. Ich finde die ganzen Iron-Klamotten hier. Ja. Ja, Hammer. Ja, bringt uns noch nichts, weil wir keine Forge und haben und auch kein Eis. Ja, da ist noch ein Haus gewesen. Vielleicht ist da eine Forge drin. Ein Eisen ja, kriegt man ja. Wir wollen uns ja auch nicht groß hochleveln. Also von der Sache her... Nee. Müssen wir so ein Bier wäre halt schön. Könnte ich gleich einen Flitzer machen. Normales Buch. Ein Leather Tanning Book. Komm, komm, komm. Nix. Ja, Shotgun Schematik und die normale hier. Die hier auch alle schon? Nee, hast du nicht. Okay, die schon. No. Oh, ein Shotgun Shells. Super. Also Shotguns könnten wir herstellen. Nochmal Iron Chest hier. Enforcer Magazine. Leather Pants. Laser habe ich jetzt alles. Ja, außer Leather Chest. Wie man Leder macht. Chidi Gidi. Achso, die hast du schon. Okay. Die hast du auch schon. Gut, dann gebe ich dir noch meine zwei Rezepte, die ich noch über habe. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ja, ja, ja. Warte. Guten Tag. Einmal, zweimal. Mercy, habe ich noch irgendwas doppelt hier? Ne, also ich kann dann Lederrüst. Doch, ich habe hier. Ne, habe ich nicht. Oh Mann, ey, viel zu lernen. Ja, irgendwie schon, ne? Aber da hinten war ja noch. Warte mal, was war das? Achso, ne, okay, das war schon. Nee, nicht hier, Blödsinn. Unten. Und war ja noch die Küche. Da könnten wir natürlich auch nochmal ein bisschen was Leckeres finden. Genau, so ein Bier wäre nicht schlecht oder zwei. Ja, da haben wir doch schon mal zwei Bier. Ups. Yay. So, dann werde ich mich in der nächsten Folge auf die gefährliche Quest begeben und in die 00er Stadt rennen. Mit meinem sehr hohen Level hier. Hier hinter. Guck mal. Und noch ein Raum hier. Ich werde da nur die Karren looten. Papier, braucht keine Sau aktuell. Bullet Casings auch nicht. Na, die Eier schmeiß ich auch mal weg, scheiß drauf. Ja. Alles durch. Aber was ich noch behalten werde, ist auf jeden Fall Eisen. Oh ja, das Scrap. Ist gut. Ich habe ein paar Dosen behalten.
Kann man nämlich hier mal die Kassen mal plündern, da ist ja auch meistens mal was drin. Ja. Da ist auch schon wieder, das ist auch noch nicht durchsucht. Da vielleicht noch was drin. Grappen. Nope. Da vielleicht. Naja, gut, brauchen wir nicht. Da guckst du. Da hast du anscheinend auch schon reingeguckt, wie das aussieht. Ja, da war nichts Interessantes mehr. Ja, Gläser nehme ich trotzdem mal mit. Prüge einfach mal wahllos auf die Fenster ein. Wäre ja, schlau. Gut, dann haben wir Born Noble und den Working Stiff Tools durch. Ja. 0-0er Stadt. Da, so, nicht weit weg. 600 Meter. Ein Bier kann ich dir geben, dann haben wir 50-50 gemacht. Ja, sehr gerne. Kann ich schon mal ein bisschen mit rennen dann. Ja, ich werde das. Na toll. So, meine Lieben, ich bin damit am Ende meiner Folge angelangt und werde jetzt mal kurz unterbrechen und gleich sofort weitermachen. Und ich nutze diese kurze Pause für einen Gang in die Fliesenabteilung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und ja, wir gucken mal, wie es dann weitergeht. Dann mache ich mal den Flitzer an die Stadt. Das werde ich bestimmt überleben. Haha. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss. Tschüss.